So, Freunde. Heute ist auf jeden Fall ein ganz besonderer Tag. Da geht mir wirklich mein Kämpferherz auf. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. Ich werde später auf jeden Fall meinen zukünftigen Arbeitgeber treffen und ein paar richtig geile Kämpfe angucken. Ich wurde auf jeden Fall von meinen Thai-Freunden zu One Championship eingeladen. Wir werden uns das Event zum ersten Mal angucken. Eines der größten, international größten Veranstaltungen auf der Welt. Dort schauen wir uns die Kämpfe an, feuern einen Bekannten von uns an und haben einfach einen schönen Abend. Also Freunde, wir sind jetzt am Stadion angekommen. Das Ganze findet hier in Bangkok im Lumpini Stadium statt. Zu dem Event haben mich auf jeden Fall meine Thai-Freunde aus dem Muay Thai Gym mitgenommen. Das sind die Jungs. Ja Mann, mal gucken, wie es wird. Yeah. Meine thailändischen Freunde probieren jetzt zum ersten Mal Duplo. Ob? It's like, schmeckt knusperleicht. Schmeckt knusperleicht. It like, it tasted crispy easy. Like, knusperleicht. Yeah. Yeah, go for it. Also Freunde, wir sind jetzt endlich in der Halle angekommen. Ich bin unfassbar aufgeregt und ich habe mir eine neue Kappe geholt. Was sagt ihr? Ist fresh, oder? Passend dazu haben wir auf jeden Fall dieses Ticket bekommen und dieses Armband hier. Wird krass auf jeden Fall. Drinnen werde ich wahrscheinlich nicht filmen können, weil es dunkel sein wird, aber ich gebe mein Bestes. Okay Freunde, wir sind jetzt in der Halle angekommen und der erste Kampf geht jetzt los. Es ist ein MMA-Kampf und ein Frauenkampf. Ich habe auf die gesetzt. Die Frauen geben ja richtig Gas. Gab und ich haben jetzt eine Wette gemacht für 50 Baht. Ich habe auf die in der roten Ecke gesetzt, der hat auf die in der blauen Ecke gesetzt. So macht man auf jeden Fall Geld. Jungs, ich zeige euch mal, wie die Fightcard aussieht. Das ist die Fightcard. Daumen drücken für den Russen und für unseren Thai-Kollegen. Jungs, ein Russe kämpft. Wir drücken ihm die Daumen. Wenn der Russe ihn nicht ausmacht, keine Ahnung, dann drehe ich richtig durch. Thank you.
Russe hat jetzt einen Tritt in die Eier bekommen. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Das ist ein Kampf, ja. Den ganz lockeren Schuh. Der Junge ist einfach zusammengebrochen, zusammengeklappt. Der Bruder wurde gerade im Rollstuhl abgeholt. Läuft bei ihm. Also Leute, willkommen zu dem letzten Fight heute zum Main Event. Es kämpft unser Kollege Song Pandin. Da ist der Junge, da ist der Junge. Gib ihm, Junge. Kleiner Funfact zu dem Jungen. Der Junge hat 30 Profikämpfe und ist 16 Jahre alt. 16! Ich wiederhole, der Junge ist 16 Jahre alt, hat 30 Profikämpfe. Maschine, Junge.
Junger Löwe, Löwe. Jungs, da ist der junge Mann. Also Leute, das Event ist jetzt vorbei, wir sind rausgegangen, da ist das Stadion. Es war auf jeden Fall ein geisteskrankes Event. Ich wurde da for free mitgenommen von meinen Thai-Freunden. Respekt auf jeden Fall an alle Kämpfer, die heute gekämpft haben. Und ja, wie gesagt, wir fahren jetzt nach Hause und dann wird auf jeden Fall geschlafen und gegessen. Macht's gut, Freunde. So macht man auf jeden Fall Geld.